Hallo, wir wollen mit negativen Zahlen addieren und subtrahieren. Das heißt, wollt ihr 2 minus 3 rechnen, denkt ihr am besten an ein Thermometer. Das heißt, ihr startet bei den 2 Grad plus und jetzt sollt ihr mit der Temperatur um 3 Grad Celsius runter. Also landet ihr bei minus 1 Grad Celsius und das ist dann natürlich auch entsprechend das Ergebnis. Habt ihr 10 Grad Celsius draußen und sollt 28 Grad runtergehen, landet ihr bei minus 18. Sind es minus 5 Grad Celsius und dann geht es um 8 Grad Celsius hoch, landet ihr natürlich im positiven Bereich. Und jetzt, weil es unterschiedliche Vorzeichen sind, subtrahiert ihr die beiden Zahlen voneinander und landet im plus 3 Bereich. Sind es minus 5 Grad und minus 8 Grad, landet ihr ja weiter im negativen Bereich und deswegen addiert ihr die beiden Zahlen und landet dann bei minus 13 Grad. Genau, hier gibt es ein paar Aufgaben zum Üben. Hier nochmal mit Dezimalzahlen und nochmal mit Brüchen. Das war's, euch viel Spaß!